Hallo, ich bin Caro und ich studiere an der FU. Am 22.06.1966 versammelten sich tausende Studierende an der Freien Universität. Sie forderten die Demokratisierung der Uni, mehr Mitspracherecht durch Studierende und ein Ende von Zwangsexmatrikulation. Die Monate danach folgte eine Welle von Besetzungen und Streiks und schlussendlich 1968 die größte Studierendenbewegung der Geschichte. Warum rede ich über Protest, der über 50 Jahre her ist? Was hat das mit uns zu tun? Werden sich sicherlich hier manche gerade fragen. Die Geschichte der FU ist geprägt von studentischer Selbstorganisierung und dem Kampf gegen Disziplinarverfahren, Kürzungen und Einschränkungen der Wissenschaft und der Lehre und dem Kampf für eine selbstverwaltete Universität. Heute wagt es die Uni einen Weg auf dem Campus nach einem der prominentesten Personen dieser studentischen Bewegung, Rudi Dutschke, benannt zu haben, aber den Zusammenhang von damals und heute zu ignorieren. Der Anlass für eine der größten Bewegungen in der deutschen Geschichte war vor allem die politische Situation. Damals kämpften unsere KommilitonInnen gegen den Besuch des Schah in Berlin und den Krieg in Vietnam. Sie bedanken sehr klar, dass jeder Versuch, die Universität weiter zu entpolitisieren und autoritäre Maßnahmen umzusetzen, nur die ersten Ausdrücke einer gesellschaftlichen, autoritären, rechten Tendenz sind. Als wir also am 14. Dezember letzten Jahres gegen den andauernden Krieg in Gaza eine Hörsaalbesetzung organisierten und versuchten, uns den Raum an der Uni zu nehmen, der uns als Studierende zusteht, verstanden wir uns auch in der Tradition der unzähligen Studierenden vor uns, die aktiv für eine politische Uni, für studentische Emanzipation und ein Ende von Krieg, Krise und Leid kämpften. Doch was tat die Unileitung? Sie ließ unsere Hörsaalbesetzung räumen, über 100 voll aufgerüstete Cops stürmten den Hörsaal und nahmen uns fest. Sie stellten Anzeigen gegen uns und sie warfen uns der Springerpresse zum Fraß vor. Denn bereits am selben Tag forderten PolitikerInnen Zwangsexmatrikulation. Shame! Auch dieses Ereignis ist nur ein kleiner Einblick in die Repression und die Gewalt, die wir als Studierende der Freien Universität die letzten Monate erlebt haben. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, stehen wir nun heute hier und müssen unser Grundrecht auf Studium und freie Berufswahl verteidigen. Heimlich und so schnell wie möglich wollen sie diese Gesetzesänderung durchdrücken. Es soll bloß keiner mitbekommen, was hier gerade hinter verschlossenen Türen besprochen wird. Aber wir spielen da nicht mit. Wir lassen uns das Recht auf politischen Protest an unseren Universitäten nicht nehmen. Wir lassen uns nicht spalten und wir werden nicht ruhen, bis dieser Gesetzesvorschlag vom Tisch ist. Aber in welchem politischen Kontext findet all dies statt? Ein Gesetzesvorschlag, welcher vermeintlich Opfer schützen soll, schafft eine willkürlich zusammengesetzte Kommission, die dann willkürlich, komplett intransparent entscheidet, ob Leute exmatrikuliert werden sollen, wenn angeblich Gewalt von ihnen verübt wird oder könnte. Naja, außer eben im Diskriminierungsfall, dort kann ja keine Exmatrikulation durchgesetzt werden. Was hier entsteht, ist ein Gremium der Willkür, welches eine Parallelstruktur zum schon bereits existierenden Recht schafft. Im Kontext des Rechtsbruchs in Deutschland und einem erstarkten rechter Ideologie, die es selbst in die Regierungsparteien geschafft haben, klingt es, salopp gesagt, wie eine echt beschissene Idee einer komplett intransparenten Struktur, die Macht zu geben, wer eine Gefahr darstellt und deswegen exmatrikuliert gehört.
die Möglichkeit geschafft, den Kampf gegen Rechts an den Unis zu exmatrikulieren. Es wird die Möglichkeit geschafft, den Kampf gegen die Klimakrise oder patriarchale Gewalt zu exmatrikulieren und die Liste lässt sich unendlich weiterführen. Dieser Gesetzesentwurf gefährdet vor allem Studierende, die vor allem durch den Rechtsruck gefährdet sind. Ich breche es euch auch einfach runter. Studierende, deren Aufenthaltstitel an ihrem Studium gebunden ist, können so ganz einfach ihren Aufenthaltstitel verlieren. Wenn also die Remigrationspläne gerade nicht legal umsetzbar sind, dann haben die CDU und SPD auch eine ganz einfache Lösung gefunden. Expatrikulation von kritischen, nicht deutschen Stimmen. Das ist, was dieser Gesetzesentwurf bedeutet. Und es muss auch benannt werden, dass nicht nur die CDU und SPD sind, auch ihre Studierendengruppen unterstützen diese Gesetzesänderung. Was zur Hölle ist los bei euch? Unter dem Deckmantel des Opferschutzes wollt ihr einfach mitregieren und verwalten wie eure Mutterparteien. Ihr redet nur von Opferschutz, wenn ihr unser Leid für eure Agenda instrumentalisieren könnt. Wenn es euch nämlich um uns gehen würde, dann würdet ihr hier mit uns, den Studierenden und den Unterdrückten dieser Stadt auf der Straße stehen. Dann würdet ihr befürworten, dass wir nicht nur Opfer unserer Diskriminierung bleiben, sondern an den Unis gegen Diskriminierung und Unterdrückung kämpfen können. Ja, und Leute, also wie ihr merkt, ich bin richtig wütend und das ist auch gut so. Wir sollten nämlich alle wütend sein über diesen krassen Angriff, über das, was uns hier verkauft werden soll als Schutz von Minderheiten. Aber was oder wer soll hier eigentlich geschützt werden? Es ist ihre Ordnung, es ist der Status quo und so muss dies auch benannt werden. Aber wir stellen uns hier gegen diese Ordnung, gegen die entpolitisierte Uni, in der wir uns nicht mehr äußern dürfen und gegen eine Ordnung, die ganz klar nur im Interesse weniger agiert. Wir scheißen auf diese Ordnung. Wir wollen keine Elite-StudentInnen sein, die sich zu nichts mehr äußern können und zur Elite eines repressiven Staates erzogen werden sollen. Wir wollen diesen Elite-Status nicht und wir wollen eine Universität, die uns allen gehört. Wir wollen eine kritische Universität, an der frei gelehrt und gelernt werden darf. Wir wollen eine Uni, die autonom, ohne Einmischung des Staates agiert. Wir wollen eine Uni mit einer umfassenden Zivilklausel, an der nie wieder für Krieg und Rüstung geforscht wird. Nicht nur manchmal mitreden dürfen, sondern die wir mit den Beschäftigten demokratisch selbst verwalten können. Und schlussendlich wollen wir eine wirklich freie Uni und Wissenschaft, die sich zur Aufgabe gemacht hat, einen Beitrag zur Emanzipation der gesamten Gesellschaft zu leisten.